Wir sind bei Burger King und hier gibt's das erste Mal einen Comeback-Test. Ja, die Mozzarella-Lover sind wieder da. Die gab's 2021 nochmal und wir probieren sie nochmal aus. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr schon gehört, wir haben das erste Mal einen Burger King Comeback-Test. Ja, es sind wieder Burger da, die wir schon mal hatten. Die Mozzarella Lover, die gab es im Mai 2021 schon mal. Habe ich für euch auch getestet, kann ich euch oben auch einblenden, das Video. Das ist natürlich schon ein bisschen her, andere Machart. Ich kann mich aber noch an das Video erinnern oder an die Geschichte bei dem Video. Denn damals war es halt so, dass die Burger, die ich mir machen lassen hatte, in Paderborn war das, Frankfurter Weg, da gab es noch dieses Gemüse-Patty, was genauso aussah. Da hatte ich die Mozzarella-Lover bekommen, aber nicht mit Mozzarella-Patty drauf, sondern mit diesem frittierten Gemüse-Patty. Und das war ein Hin und Her, die mussten das neu zubereiten. Jetzt soll wohl alles hier passen. Ich bin wieder in Lemgo in der Filiale. Musste wieder ein bisschen warten, was nicht schlimm ist, denn Burger King hat ja seine Sachen da geändert. Die haben ja keine fertigen Burger mehr in dieser Warmhalterutsche. Das wird immer alles frisch zubereitet. Egal welchen Burger ihr bestellt, es wird immer frisch zubereitet. Darum muss man jetzt auch länger warten. Und wenn ich dann wieder 4 Burger bestelle, dauert das immer ein bisschen länger. Warum 4? Hier sind nur 3 drauf. Der Blend Base liegt hier noch daneben. Ich weiß, ich habe mir das Video auch extra nochmal angeschaut und extra noch meine Bewertung angeguckt. Ich bin mal gespannt, ob sie noch das Level halten. Ich hatte damals gegeben für den Single Beef 4,5, für den Double Beef, weil es einfach viel zu viel war und auch für den Chicken nur eine 4. Den Blend Base habe ich gar nicht gut bewertet, der hat nur eine 2 bekommen. Oder 2,5 ungefähr. Wir bekommt, ich kann es euch nochmal einblenden, ein knusprig paniertes Mozzarella-Patty mit cremiger Pesto-Soße mit Italio-Feeling pur. Und hier kommt dazu mit knackigen Eisbergsalat, frischen Tomaten, Zwiebeln. So macht man, man muss die Mozzarella-Lover einfach lieben. Es ist aber, glaube ich, noch irgendeine andere Soße drauf. Es ist noch eine rote Soße drauf. Die ist ja gerade gar nicht erwähnt. Die war aber letztes Mal auch drauf. Ich bin mir gar nicht sicher, weil die Pesto-Soße ist unten, oben ist eine andere. Kann sein, dass es eine Tomatensoße einfach ist. Mehr kann ich euch noch nichts dazu sagen, denn es ist noch nicht so viel freigeschaltet zu den Burgern. Sie sehen ein bisschen anders aus, denn sie haben jetzt hier so einen, jetzt kommt aber die Sonne gerade ganz fies, so ein gestreiftes Bun. Das hatten sie damals nicht. Das scheint aber auch einfach nur ein besseres Bun zu sein, also ein besseres Brioche-Bun. Und da ist einfach so eine Mehlschicht eingetragen worden. Das ist einfach nur eine Mehlglasur. Sieht einfach nur schön aus. Was kommt denn jetzt die Sonne so fies? Das ist zwar schön, wenn die so ordentlich reinkommt, aber natürlich muss ich dann immer aufpassen, wie die Kamera das dann filmt. Das sind sie. Mehr kann ich euch dazu schon mal nicht sagen. Was haben wir hier? Preislich 6,49 € für jeden dieser Burger, egal ob Beef, Chicken oder Plant-Based. Als Single 8,49 €. Ja klar, als Double 8,49 €, weil ihr halt doppelt Fleisch bekommt. Aber es ist auch schon ein Monster, guckt euch das Vieh gerne mal an. Also ich mache jetzt mal so, weil die Sonne jetzt gerade so steht. Das ist schon ein riesen Vieh, also mit den zwei Patties. Und dann ist dieses riesen frittierte Patty halt noch drauf, wo der Käse drin ist. Also ich bin mal gespannt, was es kann. Ich sehe auch gerade, die Soße ist auch doppelt verteilt. Das ist also unten Pesto-Soße, oben ist auch Pesto-Soße. Und auf dem Patty selber ist auch noch mal ein bisschen von dieser roten Soße, was die, denke ich mal, Tomatensoße einfach sein wird. Ja, eine Nahaufnahme mache ich euch jetzt nicht. Das lohnt sich einfach nicht mehr, habe ich festgestellt, weil ihr seht nicht mehr als wie jetzt, außer dass ich den Burger auseinanderklappen muss und er meistens dann komplett auseinanderfällt, was auch immer ein bisschen scheiße ist. Ich werde jetzt gleich mal reinbeißen für euch und dann gucken wir mal, ob die noch mithalten können mit damals oder ob sie damals einfach nur mega geil waren, weil es noch nichts großartig anderes gab. Und schauen wir mal. Ich mache hier gerade mal mein Dach zu. Ich brauche hier gerade mal ein bisschen Sonnenschutz und sie brutzelt mir gleich die Stirn weg. Dauert ein paar Sekunden. Aber ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Burger noch erinnern könnt oder erinnert habt. Als ihr sie gesehen habt, ob ihr sie probieren werdet oder nicht, schreibt es gerne mal schon mal in die Kommentare. Schadet nicht. Achso, ich muss jetzt noch zumachen, damit es ganz zugeht. So, jetzt brutzel ich wenigstens nicht vom Kopf so extrem weg. Und jetzt beiß ich mal für euch rein. Barney sitzt auch im Auto und ist schon ganz nervös. Und ich bin mal gespannt, ob diese Burger überzeugen können. Also, ich beiß mal schnell rein und ich sage euch gleich Bescheid. Und der ist gut gelungen, immer noch. Das Einzige, was mich stört, sind die Zwiebeln. Die Zwiebeln, das kann jetzt aber speziell gerade jetzt gerade nur sein, die sind ein bisschen zu scharf. Ich finde diese rohen Zwiebeln immer nicht so passend auf manchen Burgern.
Und hier ist es auch so. Ich weiß nicht, ob das in Italien, ja, Italian-Style, Tomate, Mozzarella mit ein bisschen Zwiebeln macht man vielleicht auch. Aber die haben schon sehr, sehr, sehr kräftig. Das kann jetzt gerade an der Sorte liegen, die ich erwischt habe bei meinem Test. Aber die hat schon ordentlich Wumms, die Zwiebel. Aber sonst ist es einfach lecker. Es schmeckt halt schön nach Mozzarella. Er könnte intensiver sein. Das ist jetzt einfach dieser günstige Industriemozzarella aus Kuhmilch, würde das Ganze mal sein. Der zieht jetzt auch nicht mega Fäden. Dazu die Pesto-Soße mit der fruchtigen Soße, Eisberg, Tomate, passt, ist schön Italien. Du hast wirklich dieses Italian-Feeling. Es gab schon bessere, er ist trotzdem lecker. Ich würde ihm punktemäßig jetzt nur noch eine 4 geben. Also ein bisschen, also nicht mehr eine 4,5, er kriegt nur noch eine 4. Weil jetzt fehlt dieses gewisse Etwas. Oder die Zwiebeln machen es vielleicht kaputt. Also meiner persönlichen Meinung, ich würde ihn, glaube ich, ohne Zwiebeln bestellen, dann ist er besser. Also die Zwiebeln macht es ein bisschen kaputt, der Rest ist okay, aber jetzt nicht das mega Highlight. In dem Verhältnis zu dem, was wir hier alles schon hatten. Jetzt beiße ich mal schnell in diesen Double, der mir schon fast auseinanderfällt, weil er einfach so riesig ist. Wie gesagt, letztes Jahr hat es sich nicht gelohnt, weil es zu viel des Guten war. Mal gucken, ob es dieses Jahr besser ist. Und ja, der Double ist besser. Er schmeckt runder. Der Double ist herzhafter mit seinem Beef. Also gegenüber dem, was ich mir im vorigen Video mal gesagt hatte, schmeckt der hier wirklich besser. Er ist wirklich viel, viel intensiver. Du hast einen richtig tollen Beef-Geschmack. Dazu kommt diese Pesto-Soße mit dem Mozzarella und dann dieser Soße. Also alles, was der andere so ein bisschen vermissen lässt, was ich gerade so ein bisschen negativ gesehen habe, macht er weitaus besser. Da müsste ich sogar fast den davor noch schlechter bewerten, weil er ist jetzt auch nicht so mega. Eine 4,5 ist er halt auch nicht. Ich müsste den davor also fast eigentlich schon fast auf eine 3,5 runtersetzen oder 3, damit der andere eine verdiente 4 kriegt, der Double. Also der Double ist auf jeden Fall eine 4, der davor, wie gesagt, ist ein bisschen negativ. Also wundert euch nicht, wenn vorhin die Zahl vielleicht nicht gestimmt hat. Ich habe es dann im Video nachträglich angepasst. Den würde ich nur eine 3 dann geben. Weil ja, also Double viel geiler wirkt. Schmeckt viel geiler, ist intensiver. Ich muss ja gerade mal hinten die Fenster aufmachen ein bisschen. Es wird gerade sehr, sehr warm hier im Auto. Damit ein bisschen Luft reinziehen kann, weil gerade bei Barney hier auch sitzt, der soll ja nicht schwitzen. Und ich schwitze ja schon, da schwitzt der auch. Ich beiße jetzt nochmal in den Double, in den Chicken. Mal gucken, wie der ist. Ob das in der Kombination passt, obwohl das normalerweise passen müsste. Aber schauen wir mal. Ja, und im ersten Moment schmeckt er mir nicht. Im zweiten Moment war er aber dann doch okay. Wenn du am Anfang nämlich nur das Chicken erwischt und die Panade von dem Chicken, schmeckt es auch nur noch danach. Ich habe mir direkt schon die Hose eingesaut. Das heißt, die kann ich gleich schön in die Wäsche tun. Der ist gut. Den würde ich aber auch nur eine 3 geben insgesamt. Also die Kombination ist an sich nicht schlecht, aber erst in der Mitte, wenn du wirklich nur, wenn du alle Zutaten zusammen erwischst, dann schmeckt es. Wenn du aber so ein paar einzelne Stellen nur erwischst, dann ist es relativ öde vom Geschmack. Das sind die anderen stärker. Da ist die Beef-Variante herzhafter und juiciger. Das ist dann einfach nochmal so ein Ticken geiler. So ist es dann okay. Aber kann man machen, aber es müsste halt alles viel besser verteilt sein. Die Soße müsste viel besser verteilt sein. Du brauchst diese rote Soße, die diese leichte Süße und Fruchtigkeit reinbringt. Aber dann passt das wunderbar mit dem Käse und Co. Aber wie gesagt, so einzeln ist es nicht so geil, wie es sein könnte. Und jetzt beiße ich nochmal schnell in den Plant Base. Wie gesagt, der schmeckt mir. Hatte mir persönlich vor 2 Jahren nicht so geschmeckt. Da ist er mal. So sieht der Gute aus. Also beiße ich da jetzt mal schnell rein und guck mal, ob er jetzt vielleicht besser ist. Ja, und er ist besser. Schmeckt er auf jeden Fall. Irgendwie schmeckt es ein bisschen passender. Aber er hat halt das Problem, was der Single auch hat. Das Beef oder das Herzhafte schafft es nicht gegen die anderen Zutaten an. Der Double Beef war da ein bisschen intensiver. Der hatte noch mehr dieses Herzhafte. Das hier ist so ein leckerer vegetarischer Burger. Den kannst du machen. Würde ich auch ohne Zwiebeln bestellen. Ich finde die Zwiebeln auch wieder viel zu intensiv. Also es ist so ein schöner, schlotziger, herzhafter, vegetarischer Burger. Machst du nichts mit falsch. Aber ist jetzt auch nicht diese Mega-Explosion. Dann würde ich dem nur eine 2,5 geben.
Also der normale ist noch mal ein bisschen besser, weil er noch mal, also der Single ist noch mal ein bisschen leicht intensiver, der Double Beef weitaus besser, der Chicken ist so das Mittelmaß von allen. Also hier ist es überraschenderweise jetzt der Double Beef, der beste Burger von den vieren ist. Und ich habe jetzt hier ordentlich Kohle dafür ausgegeben, damit ich es euch wieder zeigen kann. Und ich sage jetzt danke fürs Foodshot. Ich muss hier einmal kurz durch meine Gesichten alles abwischen. Ist wieder ordentlich viel. Würde ich sie mir wieder kaufen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, den Double würde ich mir schon, wenn ich könnte, würde ich mir, glaube ich, nochmal holen. Aber es ist nicht dieser Wow-Kick-Effekt, den wir sonst hatten bei manchen Lovern. Und die bleiben jetzt auch relativ lange erhalten. Müsst euch keine Sorgen machen. Die bleiben, glaube ich, bis fast August sollen die, glaube ich, drin bleiben, wie ich das gesehen habe. Oder auf jeden Fall bis Ende Juli bleiben die auf jeden Fall im Sortiment. Ihr habt jetzt also ganz entspannt Zeit, die zu probieren, wenn ihr nochmal Bock drauf habt. Aber ich bin mal gespannt, wann es dann was Neues wieder gibt. Das Neue war jetzt ja gerade dieser Crispy Chicken, Crunchy Chicken, irgendwas Burger. Kann ich euch oben nochmal einblenden. Den Burger King ja sehr extrem bewirbt in der Werbung. Also der wird ja sehr promotet momentan. Wie gesagt, ich finde ihn gut. Ich finde die McDonald's-Version, aber finde ich den die haben mit ihrem Chicken Burger, finde ich einen Ticken besser gelungen. Mal gucken, was das nächstes kommt. Also es gibt noch einen Comeback-Test, den mache ich noch für euch. Seht ihr vielleicht morgen direkt noch. Und dann ist erstmal wieder ein bisschen ruhig. Und dann ist, glaube ich, den ganzen Sommer relativ ruhig, wenn es um Fastfood geht. Aber ich mache für euch noch andere Fastfood-Videos. Die werden wir zu Hause machen. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, was wir so machen können. Also seid gespannt. Ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Habt ihr ihn probiert? Werdet ihr ihn nochmal probieren, wenn ihr ihn 2021 vielleicht schon mal probiert habt? Bin gespannt. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Danke fürs Foodschauen. Ciao, euer Bob.